Daumen hoch, das ist ganz hervorragend. Dann darf ich euch die Jula vorstellen. Sie fragt gern, kann das kaputt gehen? Eine sehr charmante Frage. Und ist Member des Chaosdorfs und gibt euch jetzt einen Einführungstalk. Oh no, not I, I will survive, wie man eine Jahresabschlussrevisionszertifikatsprüfung überlebt. Und die Bühne gehört dir. Danke. Dann guten Morgen. Genau, oh no, not I, I will survive. Eine kleine Einführung, wie überlebt man so eine Prüfung, sei es jetzt Jahresabschlussprüfung, Zertifikatsprüfung, Revision. Wie gesagt, das ist ein Beginner-Talk, also für Anfänger. Und zum anderen ist es natürlich alles fiktiv, das sind fiktive Beispiele. Falls ihr irgendwie eure Lieblingsfirma, Schwester, Hund, was auch immer erkennt, ist das ein reiner Zufall. Und das Ganze sind meine Erfahrungen und meine persönliche Meinung. Das hat nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun. Dann ganz kurz mal was über mich. Ich bin 30 Jahre alt. Genau, Member des Chaosdorf, die schauen dann auch im Moment über den Livestream zu. Congress Everywhere, hallo. Wohne derzeit in Frankfurt am Main. Ich frage mich ein bisschen, warum, weil ich reise ziemlich viel durch die Gegend. Und ja, wie funktioniert das eigentlich? Und kann das kaputt gehen? Und meistens ist es dann so, huch, kaputt. Aber nicht immer. Genau, Twitter, entweder JudexNC oder Diola, das gerade hier, ist schon kaputt gegangen, funktioniert, klappt. Das ist die eine Seite der Geschichte und die andere ist eben auch ich. Also ich habe nicht nur diese Seite, ich bin nicht nur Member vom Chaosdorf, sondern ich bin tatsächlich gelernte Investmentfondskauffrau. Das ist sowas wie Bankkauffrau, nur mit Investmentfonds, so Wertpapiere und so. Ich habe einen Bachelor of Laws, Wirtschaftsrecht und irgendwann vielleicht mal Master of Science, Master of Arts. Ich nähere mich der Sache an. Ich habe einige Jahre im Bereich Verhinderung von Geldwäsche, sonstige strafbare Handlungen, also Anti-Money-Laundering und Fraud Prevention verbracht in verschiedenen Banken und mache jetzt Informationssicherheit und IT-Risikomanagement auch für Banken. Also ich berate Banken, wie sie ihre Daten Informationen sicher machen können. Wie gesagt, Beginner-Talk, deswegen ganz simpel aufgebaut. Das ist auch sozusagen die Agenda jetzt für die nächsten 20 Minuten. Erstmal, was könnt ihr vor der Prüfung machen, damit ihr nicht schon irgendwie euch Stolpersteine selber vielleicht hinlegt. Während der Prüfung, was könnt ihr währenddessen machen? Und was passiert eigentlich danach? Es ist, wie gesagt, grob der Überblick. Ganz gerne einfach nachher auch auf mich zukommen und wir können gerne drüber sprechen, auf Twitter anschreiben. Ich sitze häufig drüben bei der Chaosdorf Assembly. Vorher. Ihr solltet euch erstmal klar werden, was wird eigentlich geprüft. Also der Prüfungsumfragen, manchmal sagt man auch so ein tolles Scope dazu. Ja, was wird geprüft, in welchem Umfang, gegen was wird geprüft, wer wird geprüft. Ja, damit ihr schon mal wisst, okay, wer ist jetzt eigentlich betroffen. Und dann solltet ihr euch als nächstes klar werden, mit wem oder wer spricht dann eigentlich auch mit dem Prüfer. Unabhängig davon, was jetzt geprüft wird. Also unabhängig davon, ist es jetzt eine Zertifikatsprüfung oder Jahresabschlussprüfung. Was, gegen was wird geprüft und wer spricht mit denjenigen? Weil sonst wird nämlich Folgendes passieren. Der Prüfer läuft lustig durch die Gegend und fragt mal so jeden, den er erwischt. 3, 4 verschiedene Leute und kriegt wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten. Ja. Und dann habt ihr das Erste, wo reingeschrieben wird, ja, okay, ist nicht konsistent, wissen nicht, was sie tun sollen, die Mitarbeiter vielleicht auch. Ist ein bisschen schwierig. Gerade bei größeren Projekten oder Prüfungen ist es so ganz gut, wenn ihr eine Projektorganisation habt. Ja, das heißt, ihr kriegt meistens so eine elendig lange Liste mit Dokumenten, wo ihr euch denkt, okay, was wollen die eigentlich damit? Gucken sie sich alles an? Ja, tun wir. Oder die Praktikanten, kommt drauf an. Und dann schickt ihr das irgendwie los. Und wenn ihr das schickt und der Kollege weiß es nicht oder der schickt was anderes, ist ein bisschen doof. Also Projektorganisation, dass es eine zentrale Stelle gibt, die einmal mit dem Prüfungsteam auf der anderen Seite kommuniziert, aber auch halt sagt so, okay, das haben wir geschickt zu dem Zeitpunkt, das haben die Prüfer und das haben sie nicht. Das ist nämlich so ein bisschen das, was ich eben schon sagte in der Einleitung. Hey, welche Geschichte wollt ihr eigentlich erzählen? Was kriegt der Prüfer, was kriegt er in dem Fall bisher noch nicht? Das ist nämlich das, was ihr kontrollieren könnt zu dem Zeitpunkt.
Und dann kommt das Thema, was schickt ihr denen eigentlich? Und ich gehe jetzt mal davon aus, ihr seid alle in dem, was ihr tut, sehr gut und sehr tief drin. Wenn ihr eine Liste bekommt, was ihr alles haben wollt, schickt denen genau das und nicht mehr. Stellt sicher, dass die Daten vollständig sind, eine gewisse Qualität haben und überlegt euch, was sagen eigentlich meine Daten, wenn ich die so schicke? Was heißt das eigentlich? Weil ihr da wieder eben kontrollieren könnt bis zum gewissen Grad, was sieht der Prüfer und was sieht er nicht. Eine Qualitätssicherung, manchmal ganz gut zu wissen, haben wir schon was geschickt, wann ist der Termin, eben auch in dem Thema Projektorganisation zusammen. Und dann kommt sowas wie, ja, wir haben noch nicht alles zusammen. Ja, das ist so dieses Thema Teillieferungen, aber auch Zeitverzug, Termine, jemand im Urlaub, auf Hawaii, mit dem Hamstergassi, was auch immer. Ja. Kommuniziert mit den Leuten. In der Regel sind sie da noch vergleichsweise nett. Sie tun so ein bisschen böse, sind manchmal so ein bisschen abgeschottet und sagen, ja, hm. Aber wenn ihr da kommuniziert, hey, wir können das nicht, aber wir könnten euch das anbieten, zum Beispiel, als Auswertung. Oder Chef ist gerade im Urlaub auf Hawaii, kann so schnell nicht zurückfliegen. Können wir den Termin auf nächste Woche schieben? Geht alles in der Regel, wenn es rechtzeitig kommuniziert in der Phase, wo das alles noch so in der Vorbereitung ist, in dem Aufbau. Ja, da könnt ihr sowas noch machen. Deswegen kommuniziert auch, wenn ihr sagt, können wir gerade nicht oder nicht in der, ich sag mal, nicht in der Qualität und nicht in dem Umfang. Liefert aber auch nicht stückchenweise. Also im Zweifelsfall sagt, hier ist der erste Block, den anderen kriegt ihr so. Versucht es nachvollziehbar zu machen. Nichts ist nerviger, als wenn man 10 verschiedene E-Mails hat und denkt, okay, das ist die Excel und die Excel heißt Excel 1 und die Excel 2 und welche Excel möchte ich jetzt eigentlich, um die Sachen auszuwerten, also aus Prüfersicht. Weil dann stehe ich da und werfe vielleicht auch noch alles zusammen und mache mir Doppeltarbeit, euch Doppeltarbeit, weil ich irgendwas zusammenwerfe und sage, das sieht komisch aus. Und das sieht komisch aus, wollt ihr bei jedem Prüfer vermeiden, weil komische Sachen, das Bauchgefühl. Ja, jetzt habt ihr also euren Prüfer mit erstmal Sachen beschäftigt, ja, da dann so ein Stapel irgendwie und dann gucken sie sich das an und gucken sich das durch und überlegen sich so, passt das eigentlich mit dem, was wir prüfen wollen? Also der Scope, den sie auch euch angekündigt haben. Ja, das legen sie dann immer gegeneinander. Und dann kommt so, wir stehen bei euch auf der Matte und sagen, hey, wir haben da mal eine Frage. Und das ist dann meistens nicht nur eine Frage, sondern ein paar mehr. Und da wäre es ganz wichtig, schaut auf die Wortwahl. Da gibt es einen Unterschied zwischen veröffentlichen und implementieren. Ja, egal, ob die Frage euch gestellt wird oder ob ihr eine Antwort gebt. Schaut drauf, überlegt euch, was kommuniziere ich da gerade? Verwendet auch keine Verallgemeinerungen. Ja, wenn ich in eine Prüfung reingehe und dann irgendwie höre, ja, grundsätzlich machen wir das so und so. Aha. Und sonst? Wie macht ihr es dann? Weil grundsätzlich heißt für mich, da gibt es immer einen Ausnahmefall. Genauso wie immer. Wir machen das immer so und so. Das macht der Herr Müller immer so. Okay? Was ist denn, wenn der Herr Müller nicht da ist? Oder sonst so. Also gerade wenn ihr auch irgendwie in verallgemeinernde Sachen reinkommt, sobald irgendwie vielleicht auch von Details und dann so, ja, aber das passt schon, das machen wir immer so oder das klappt, weil grundsätzlich ist es bei uns so geregelt. Dann kriege ich so als Prüferin aus der Sicht so ein bisschen so ein Bauchgefühl und denke so, da hake ich mal nach. Ja, weil ihr da dann vielleicht anfangt oder jemand, der geprüft wird, fängt dann an, so ein bisschen schwammig zu werden. Und das sind die Punkte, da wird dann definitiv nachgehakt. Ja, stellt das Verständnis sicher. Also ich habe nicht nur eine Prüfung mitgemacht. Ja, ich habe interne Prüfungen mitgemacht, externe Prüfungen gemacht, von der Compliance bis zur Revision, Jahresabschlussprüfung. Bankenbereich sind es 44er Prüfungen oder auch Monitorship aus den USA. Stellt sicher, dass ihr die Frage versteht. Ja, was wollen die eigentlich? Wenn ihr die Frage nicht versteht, die sie da euch da stellen, dann fragt nach. Das ist völlig okay. Gerade wenn es vielleicht auch um Fremdsprachen geht, ja, wenn ihr eine englische Prüfung durchgeführt bekommt, dann ist es ganz gut, egal wie gut euer Englisch ist, dann Übersetzer sitzen zu haben und im Zweifelsfall zu sagen so, ey, ich verstehe die Frage nicht, guckt den Übersetzer an, der Übersetzer übersetzt euch das und dann ist mir tatsächlich so mal passiert, ergibt die Frage immer noch keinen Sinn
Und wir saßen da zu dritt und sagten, wir haben keine Ahnung, was er jetzt von uns möchte, der Prüfer. Aber vielleicht fällt ihm was anderes ein, das er fragen könnte. Hat er dann gemacht. Aber stellt sicher, dass ihr die Frage versteht und dann auch nur auf diese Frage antwortet. Ja. Ist super, wenn ich sage so, hey, wie macht ihr das eigentlich mit der Rezertifizierung von Admin-Berechtigungen? Hochprivilegierte Benutzer, sowas. Und dann sagt ihr so und so und so und so, hey, und mit den normalen Nutzern machen wir das so und so und so und so. Und ich denke mir so, yo, bei den Admins, da passt das, aber die normalen Nutzer, ey, da habt ihr echt Probleme. Da habt ihr euch dann selber im Endeffekt schon mal so eine kleine Notiz vom Prüfer eingefangen, der nachher sagt, ihr habt da ein Problem. Das wollt ihr nicht. Also antwortet auf die Frage, die ihr euch stellt. Und nur auf die Frage, kurz, knapp, präzise. Dann ist er völlig glücklich. Seid vorbereitet. Also stellt sicher, dass ihr wisst, was geliefert wurde und was die Zahlen eben auch heißen, die Daten, die ihr da eingeliefert habt. Ja. Wenn ihr nicht da wart, ist auch eine super Frage so. Im April 2016 habt ihr das umgestellt, das System zum Reporting. Warum? Und warum habt ihr es umgestellt? War dann wohl irgendwas falsch? Warum macht ihr es jetzt anders? Keine Ahnung, ich war nicht da. Das ist völlig, also legitim zu sagen, vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, aber zu sagen, hey, ich habe die Entscheidung nicht getroffen, ich war zu dem Zeitpunkt nicht da. Ich habe das nicht nach dem alten System gemacht, ich habe es immer nach dem neuen System gemacht. Ich kann euch nicht zu dem alten System fragen, sagen. Sie werden nachfragen, vielleicht auch 2-3 Mal, kann passieren. Zweimal sagen, ich war nicht da, weil ihr wart nicht da. Und Prüfer können echt ein nerviges Völkchen sein. In der Regel sind wir sehr humorvoll. In der Regel. Einschränkung. Aber wir können auch manchmal echt nervig sein. Und manchmal wissen sie auch nicht so tief oder sind sie nicht so tief im Detail drin, wie ihr das vielleicht seid. Bleibt höflich. Die sind in der Regel, sie fragen dann vielleicht auch 2-3 Mal nach, bleibt höflich, erklärt es nochmal. Und wenn sie sagen, ich hätte da gern, wenn ihr das liefern könnt, könnt ihr sagen, ja, nehme ich mit und leitet das wieder über die Projektorganisation, die ich eben angesprochen habe. Ja. Sagt aber nichts zu, was ihr nicht liefern könnt, weil das wäre dann das Nächste, wo ich dann sage so, ihr habt mir was zugesagt, ihr könnt es nicht liefern. Auch scheiße. Ja, deswegen sagt zu, was geht, sagt, ihr nehmt es mit und das ist okay. Dann kann man nachher immer sagen so, hey, ich muss gucken, ich nehme es mit, leite es in die Projektorganisation oder eben jemand, der es vielleicht auch entscheiden kann und sagt, geht vielleicht so doch nicht. Ne, das ist okay, aber sagt es nicht zu, wenn ihr es nicht könnt. Auf der anderen Seite, ja, was kann man tun oder was sollte man tun? Was sollte man auch lassen? Es könnte noch eine viel längere Liste sein, aber irgendwo muss ich anfangen. Fangt nicht an zu erzählen, weil das sind dann tatsächlich die Punkte, wo am meisten dann auch Ansatz rauskommt, so ja, okay, aber ne, die Benutzerberechtigung, da guckt der jeweilige zu, also die vorgesetzte Führungskraft nicht drauf, die Chefin. Okay, weiß die überhaupt, was so ihre Mitarbeiter an Berechtigung haben? Dass das alles auch so passt? Verallgemeinert nicht. Grundsätzlich immer sowas. Auch wird direkt nachgehakt. Egal, ob es in der Anweisung ist, wenn ihr irgendwas sagt. Das ist so der erste Punkt, wo ich sagen würde, okay, grundsätzlich gibt es eine Ausnahme. Sprachbarrieren, also das Thema ne, englische Prüfung, fehlendes Verständnis. Was wollen die eigentlich gerade von mir? Manchmal stellen sie echt mögliche, merkwürdige Fragen. Ich saß auch schon in fiktiven Gesprächen. Und sie sagte sich, ja, aber wer entscheidet das, wer jetzt welcher Nutzer geschult wird? Ich sage, ja, jeder, also alle, niemand, weil alle. Und sie hat das irgendwie in dem Moment nicht, das war irgendwie, ich habe das so ausgedrückt, dass sie irgendwie sagte so, ja, aber dann könnte ja jemand sagen, es wird nicht geschult. Nee, weil es werden einfach alle geschult, ohne Ausnahme. Ja. Und dann muss man einfach so ein bisschen gucken, was fragt sie und was antworte ich? Und das ist manchmal auch so ein bisschen Erfahrungsthema. Schiebt es nicht auf andere, weil die werden das im Zweifelsfall auch machen. Da haben wir das Thema, hey, die einen sagen, die anderen sind's. Und die anderen sagen, der da war's. Wird euch nicht gut tun, wird dem Unternehmen nicht gut tun. Das machen die anderen auch. Okay, nicht einheitlich, Prozess wird nicht gelebt, Mitarbeiter wissen nicht, was sie zu tun haben. Chef stellt nicht sicher, dass die Mitarbeiter es wissen. Sollte der Chef Chef sein, wenn er nicht sicherstellt, dass seine Mitarbeiter ordentlich arbeiten? Ratet nicht, spekuliert nicht.
wie gesagt, dieses Thema, wenn ihr nicht da wart, kommt vorbereitet oder eben seid nicht unvorbereitet. Wie gesagt, stellt sicher, dass ihr wisst, was habt ihr da geliefert, was wurde geliefert. Auch so im Gegensatz zu, was wird eigentlich geprüft? Da kann man sich immer so ein bisschen ableiten, was wird da eigentlich gefragt. Gerade im Bankenbereich ist es sehr, sehr anschaulich, weil es da einfach sehr viele regulatorische Anforderungen gibt. Aber eben auch, gegen was werde ich geprüft, was sollen die sicherstellen, was für Daten liefere ich und wie passt das zusammen? Gebt keine Zusagen, die ihr eben nicht einhalten könnt. Das ist, wie gesagt, direkt Finding oder eben Feststellung, je nachdem, wie es bei euch heißt. Und dann mein Lieblingsthema, Flurgespräche. Das ist auch so ein bisschen ein Thema, was man super in der Bahn eigentlich beobachten kann, wenn man viel Bahn fährt, aber auch sonst irgendwo. Wenn ihr Prüfer im Haus habt, schaut, was ihr auf den Fluren erzählt oder im Aufzug. Im Zweifelsfall sehen die auch echt nett aus und ihr unterhaltet euch da mit einem Kollegen über irgendwas und die kriegen das mit. Das wird vielleicht nicht direkt auftauchen, aber sie haben einen Ansatzpunkt und wissen, wo sie fragen müssen. Denen fallen die Sachen dann auch, sie kriegen das mit und denen fallen auch Sachen auf. Und dann heißt es eben, okay, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt im Scope, muss man gucken, aber ihr habt da ein Problem. Wirkt sich vielleicht auf uns aus. Auch nach der Prüfung. Ne? Sobald die Prüfer im Haus sind, passt auf, was sie sagt. Die sind auch nett, die halten gerne mit euch Smalltalk. Mache ich super gerne, erfüllt mir sehr viel. Wenn ihr irgendwelche Fristen bekommt, haltet sie ein. Ja. Und wenn die Aufsicht oder sonst jemand ein halbes Jahr braucht, um sich zurückzumelden, wäre schön, wenn ihr schon mal anfangt, so ein paar Probleme, die ihr vielleicht selber bemerkt habt, zu beheben. Ja, und nicht schockstarrenmäßig warte, bis sie sich melden. Könnte nämlich auch eine Frage sein. Ne? Hey, wir haben doch in der Prüfung gesagt, es läuft nicht so doll. Haben Sie da schon mal was gemacht? Achtet auch bei Antworten, das sind ja meistens so Briefe. Ja, oder wir machen dieses und jenes schreiben. Achtet drauf, welche Wörter verwendet ihr oder welche Wortwahl. Veröffentlichen wir einen Prozess? Implementieren wir einen Prozess? Ja, der Unterschied ist, okay, hey, hier ist er veröffentlicht, er gilt. Implementieren, da würde ich dann schon erwarten, dass ihr sowas habt wie, ich kann nachweisen, er ist durchgelaufen, die Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben, wenn ich frage. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Bleibt realistisch. Ist meistens mehr ein Management-Thema, aber Fristen. Ihr könnt nicht alles gleichzeitig machen und wenn ihr sagt, ihr habt es in einem halben Jahr gemacht, in der Regel werden die Prüfer sich dann auch darauf verlassen und sagen, ja, ihr habt gesagt, in einem halben Jahr ist es fertig. Ist es nicht. Und dann müsst ihr oder euer Chef hingehen und sagen, könnten wir noch, möchte kein Chef. Offizielle Dokumentation, Kommunikation, dass es alles eben niedergeschrieben ist, dass ihr wieder eine Stimme habt, dass nicht fünf verschiedene Leute fünf verschiedene Sachen melden, ist auch scheiße. Ja, weil dann sagt man ja, was denn jetzt? Und dann wird sich die Aufsicht immer das aussuchen, was für sie besser ist. Eindeutig. Die werden das so auslegen, die Prüfer, dass sie sagen, klingt gut, das könnte drin sein, das erwarte ich jetzt. Und dann steht da, ja, das haben wir nicht gemeint. Der Prüfung egal. Und wenn ich jetzt sagen würde, was ihr noch mitnehmen könnt, außer welche Geschichte, ja, was wollt ihr erzählen, was wollt ihr nicht erzählen? Ja, welche Geschichte wollt ihr erzählen? Und was soll gefunden werden? Das sind die zwei Sachen, die ihr mitnehmen solltet. Also, was sage ich Ihnen, was sage ich Ihnen nicht? Und in der Regel haben die immer ein Bauchgefühl. Das heißt, sie werden irgendwas finden. Wenn ihr aber guckt, was gebt ihr ihnen und was sagt ihr und wie sagt ihr etwas, könnt ihr so ein bisschen steuern, was soll gefunden werden? Und könnt damit einfach gucken, was ist es jetzt und wie schlimm ist gerade, ich sag mal, der Scheißhaufen, den ich gerade reintrete. Ganz kurzer Abriss zum Thema, wie kann man so eine Prüfung angehen, wie kann man das so ein bisschen überleben. Man könnte auch dieses tolle Stickerchen nehmen, das hier manchmal rumkommt, ne, so 6 Stunden Schlaf, 3 Mahlzeiten und mindestens eine Dusche am Tag, funktioniert auch. Aber damit könntet ihr jetzt einfach mal anfangen, wenn ihr echt eine Prüfungssituation habt, zu gucken, was erzähle ich Ihnen? Und was sollten Sie eigentlich finden und was hoffentlich nicht? Danke. Danke, Diula, für deinen Vortrag. Wir haben Zeit für eine einzige, ganz, ganz schnelle Frage an dem Mikrofon. Ich bin da, glaube ich, auch der Einzige, so wie es aussieht. Okay.
Was wäre deine Empfehlung, wenn man jetzt im Fragenkatalog was bekommt, wo man weiß, da ist ein Problem? Wie sollte man das verpacken? Und zweite daran anknüpfende Frage ist, ein Prüfer, der nichts findet, hat ja seine Arbeit nicht gemacht. Also man muss vielleicht die auch ein bisschen anfüttern mit was, was nicht so schlimm ist. Was wären da so Empfehlungen, was man da nehmen sollte? Also, wenn man weiß, dass man da ein Problem hat, kann man erstens natürlich sagen, ist das überhaupt genau das angefordert oder ist das es hängt dran, vielleicht muss ich es gar nicht mitliefern. Könnte man sich überlegen, je nachdem, wie das Korb geschnitten ist. Im Zweifelsfall ist es ganz gut, hey, wir haben gesehen, wir haben da ein Problem und wir können das so und so beheben. Wir haben diesen Plan und wir werden das machen, das Risiko und wir behandeln das Risiko so. Das ist eigentlich tatsächlich was, wo man sagt, okay, ist blöd, aber ist okay, kann man mitarbeiten, ja, wenn ihr das nicht für das ganze Unternehmen macht. Und die andere Sache ist, ich gehe davon, man würde eigentlich immer irgendwie was finden und dann ist es tatsächlich das Thema, was gibt man ihnen und was gibt man ihnen nicht. Im Zweifelsfall wird jeder immer irgendwas finden und dann kann es auch dieses Anfüttern sein, wie auch immer ihr die Geschichte erzählen wollt. Okay, dann danke nochmal an Diula für den schönen Vortrag über I Will Survive. Thank you.